Das eine oder andere smarte Kameraüberwachungssystem habe ich euch ja bereits auf meinem Kanal vorgestellt. Diese Systeme konnten dann aber auch wirklich nur diese eine Funktion durchführen, nämlich Aufnahmen tätigen, wenn jemand zum Beispiel auf euren Hof läuft. In diesem Fall möchte ich euch aber ein System vorstellen, was genau das kann, zusätzlich aber noch eine Lampe eingebaut ist. Das heißt, dass ihr auch, wenn ihr nachts mal auf den Hof geht, eben euren Hof beleuchtet bekommt. Und das ist natürlich ebenfalls sehr praktisch, um mögliche Einbrecher abzuschrecken. Und gleichzeitig werden noch Aufnahmen getätigt. Und die Rede ist in diesem Fall von einem Produkt von Blaupunkt. Sollten euch ähnliche Videos wie dieses interessieren, dann empfehle ich euch jetzt kostenlos, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann seid ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand, was ähnliche Videos angeht. Schauen wir uns jetzt aber in einem kurzen Test einmal dieses System an, was es denn so kann, wie es installiert wird und so weiter. Und dabei wünsche ich euch natürlich jetzt wie immer viel Spaß. Starten wir, wie ihr es mittlerweile kennt, natürlich erst einmal mit dem Verpackungsinhalt. Und da haben wir natürlich zuallererst das Wichtigste, nämlich die Kamera, die übrigens aus Metall besteht, also sehr hochwertig ist. Dann haben wir zusätzlich noch eine Antenne. Wir haben einen Gummischutz, weil wir das natürlich draußen eben anbringen und entsprechend deshalb kein Wasser hinter die Kamera dringen sollte. Natürlich ist auch eine Anleitung dabei, die ihr auf jeden Fall auch benötigt, einmal für die Anbringung, aber auch für die Verknüpfung mit der App. Und im Grunde genommen sind das so die wichtigsten Dinge, also ein bisschen Werkzeug ist mit dabei und dann könnt ihr im Grunde schon starten. Allerdings könnt ihr das nur theoretisch, denn die Kamera hat keinen Akku, den ihr wieder aufladen könnt, sondern sie wird an den Stromkreislauf angeschlossen mit 3 Kabeln. Und das solltet ihr natürlich nur machen, wenn ihr da Erfahrung mit habt und euch damit auskennt. Ich persönlich habe das jetzt auch selber gemacht. Es ist auch nicht allzu kompliziert, aber ich empfehle euch, das auf jeden Fall lieber einen Profi machen zu lassen. Falls ihr das Ganze selber machen wollt, dann gibt es aber eine gute Anleitung, also die erklärt das alles ziemlich gut, die ihr natürlich entweder dem Profi geben könnt, der das Ganze anschließt, oder wenn ihr es selber machen möchtet, dann ist die Anleitung auf jeden Fall ausreichend genug, dass man damit klarkommt und dass man eben die Kamera installieren kann. Das gleiche gilt übrigens auch für die Verknüpfung mit der App, denn ihr müsst natürlich die Kamera erst einmal einbinden und da empfehle ich euch vorher mal ein Foto zu machen von der Rückseite, denn da ist ein QR-Code bzw. auch ein Code, den ihr dann eingeben könnt, damit ihr die Kamera verknüpft, weil wenn die Kamera dann erstmal richtig angebracht ist, kommt ihr an diesen Code so einfach nicht mehr heran. Wenn die Kamera dann aber angebaut ist, dann kommen wir natürlich zu den Funktionalitäten, was denn diese Kamera so kann. Zuallererst natürlich Licht, also das ist einer der größten Vorteile, denn wir haben hier eben einen Bewegungsmelder drin, der dann eben auf Befehl, wenn es dunkel ist, Licht anmachen kann. Ihr könnt das Ganze natürlich auch manuell steuern, ihr könnt die Lichtstärke verändern und so weiter. Und das Licht ist auf jeden Fall wirklich hell und beleuchtet in meinem Fall jetzt hier schon den ganzen Hof, sodass man, wenn man mal abends nach Hause kommt, eben auch gut mit dem Schlüssel ins Haus kommt, weil wenn es dunkel ist, ist das ja manchmal gar nicht so einfach. Das heißt, das ist wirklich sehr praktisch und wie gesagt, wie am Anfang erwähnt, das kann auch sehr gut Einbrecher abschrecken, wenn eben der ganze Hof beleuchtet ist, wenn man auf diesen raufläuft. Außerdem werden, wie gesagt, auch Aufnahmen getätigt, ebenfalls mit Bewegungsmelder und diese werden auf eine SD-Karte gespeichert, was so Vor- und Nachteile hat, denn erst einmal ist es natürlich, was Privatsphäre angeht, viel besser, wenn die Daten nicht an eine Cloud geladen werden, aber ihr müsst eben immer über die App sozusagen dann verbunden sein, um dann darauf zuzugreifen und könnt jetzt nicht über eine Cloud auf diese Daten zugreifen. Außerdem, wenn mal die Kamera geklaut werden sollte oder die SD-Karte, dann ist das halt weg. Dann habt ihr keine Möglichkeit zu sehen, wer das war. Bei einer Cloud-Aufnahme habt ihr eben die Aufnahme, die zeigt, dass die Kamera geklaut wurde. Das Ganze hat halt so Vor- und Nachteile, je nachdem, was man halt lieber mag. Die Aufnahmen werden natürlich in Full HD getätigt, natürlich auch mit Audioaufnahme. Ihr habt die Möglichkeit, über die zwei Wege Audiokommunikation auch mit Personen, die vor der Kamera stehen, zu sprechen. Und eine Sirene ist auch integriert. Das heißt, ihr könnt über die App dann mal die Sirene starten lassen, wenn ihr irgendwelche Leute auf eurem Hof seht, die da eigentlich nicht sein sollten. Damit kommen wir jetzt aber auch schon zum größten Kritikpunkt an diesem System. Und das ist nicht das System an sich, also die Kamera. Und allgemein die ganze Verarbeitung, die Materialien sind top, gerade für den Preis von knapp unter 200 Euro. Aber die App ist wirklich überarbeitungsbedürftig, denn sie ist sehr altbacken und nicht gerade übersichtlich und insgesamt einfach zu kompliziert zu verwalten. Und das ist sehr schade, weil die Kamera an sich wirklich super ist, aber an der App muss auf jeden Fall gearbeitet werden, gerade wenn man sie eben mit anderen Smart Home Apps vergleicht.
die einfach erstmal besser aussehen und auch vom Funktionsumfang einfacher zu bedienen sind. Meiner Meinung nach ist die App also so der größte Kritikpunkt, aber das ist eben auch der Vorteil. Diesen kann man nämlich relativ einfach beheben, indem man Updates eben dafür herausbringt. Das heißt, die App muss auf jeden Fall an das Jahr 2019 angepasst werden. Die Kamera an sich ist aber meiner Meinung nach wirklich super. Auch die Kombination eben aus Licht und Kamera finde ich sehr gut. Sonst muss man ja immer irgendwie beides anbringen, einzeln, und so viel Platz und so viel Lust hat man natürlich auch nicht, so viele verschiedene Dinge an seinem Haus anzubringen. Und so hat man jetzt ein Gerät, was eben zwei Funktionen miteinander vereint. Und das finde ich wirklich sehr praktisch. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich dieses System eben angebaut habe, weil man macht es ja schon so, dass man es wirklich anschließt. Man muss zum Teil eben neue Kabel verlegen, Löcher bohren. Und da möchte man eigentlich auch, dass das Ganze da eben bleibt. Und deswegen wäre es schön, wenn die App in naher Zukunft ein Update erhält. Insgesamt bin ich im Grunde aber sehr zufrieden mit der ganzen Kombination. Ich finde es auch gut, dass man keine Akkus hat, die man wechseln muss. Auch das ist immer so, was möchte man lieber? Möchte man es wirklich anschließen fest oder sagt man möchte eher Akkus immer wieder aufladen? Ich persönlich finde das mit den Akkus aufladen zwar einerseits praktisch, aber irgendwie auch nervig, weil sie ja doch relativ schnell leer gehen. Das Problem hat man jetzt in diesem Fall ebenfalls nicht. Dazu dürft ihr mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, denn das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr damit umgeht. Was findet ihr besser? Cloud-Dienste oder SD-Karte oder eben Akkus oder direkt in den Stromkreislauf anschließen? Wie findet ihr allgemein die Kombination aus zwei verschiedenen Geräten in einem? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und natürlich auch eure Meinung zu dem Produkt. Meiner Meinung nach ist es wirklich cool, bis auf die App, die auf jeden Fall überarbeitet werden muss. Das wäre es dann im Grunde genommen aber auch schon wieder von diesem Video, von meinem Überblick zur Blaupunkt HOS X20. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat oder vielleicht sogar geholfen hat, wenn ihr an ähnlichen Produkten oder diesem Produkt interessiert seid. Würde mich auf jeden Fall jetzt sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert und natürlich auch die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpasst. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.